werfen, simple the best. Einfach nur da aus Runde gucken. Ach komm schon. Das ist jetzt. Das ist jetzt wohl. Der Scherz schlechthin, oder? Warte mal, ich drehe. Hallo, ich begrüße euch zu meinem vierten Let's Play von A Wild Simple Story. Das letzte Mal wusste ich nicht so wirklich, wohin mehr mit der Schnecke. Den Schneckenritt allerdings finde ich ganz cool. Okay, ich werde jetzt mal versuchen herauszufinden, wo ich überhaupt hin soll. Jetzt ist er weg, nicht schnell. Also, ja. Ja, das ist so. Hey, was fällt dir ein? Noch nicht mal eine Minute gespielt und der alte Mann stirbt. Ich bin so wies. Okay, ich gehe jetzt nochmal da hoch. Ja, so natürlich nicht. Ach, Alexandra, komm. Ach, so ist es, wenn man zu schnell ist. Ich denke, ich kriege die Steuerungsprobleme irgendwann noch in der Welt. Aber die ist echt heftig. So. Okay. Dann reiten wir mal. Und ich hoffe, ich... Da konnte ich nicht wirklich was anrichten. Wenn ich jetzt mich da oben stelle und dann mal gucke, ob was kommt. Das wäre so eine Möglichkeit. Aber nee, du sollst nicht sterben. Komm. Zurück. Kann ich ja nicht ständig sterben, los, das wäre ja. So. Ach, jetzt kommt die. Oh, warum habe ich das? Ach, das wäre ganz simpel gewesen, ne? Simpler geht's ja nicht. So, jetzt komme ich endlich mal an einen Erinnerungspunkt. Ich sehe ihn da üben schon leuchten. Ich dachte, ihr wisst schon, der springt da vorbei. Erinnerung enthüllt. Vielen Dank. So. Und nun, jetzt habe ich die Erinnerung enthüllt. Ist sehr, sehr schön. Kommt jetzt noch eine Schnecke, oder? Soll ich wieder zurück? Okay. Das. Ah, auf den Stein. Ja, und dann. Ah, ich guck mal, wo sie. Die geht da hin. Und wenn ich da jetzt runtergehe, kommen die anderen. Dann bringt sie mich aber wieder zurück. Und was mache ich dann? Den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ein Schaft. Höh, bitte. Cool. Dann nehmen wir jetzt das halt hier. Ich bin's witzig. Warte mal, ich stelle mich jetzt nochmal dort hoch und ändere nochmal die Zeit. Vielleicht komme ich auch in die Richtung. Das wäre ja Option, oder? Ach, pum! Bin ich... Hey! Ach, danke. Jetzt kann ich von dort nochmal anfangen. Ach, ich mache das nur, weil mir der Schneckenritter so viel Spaß macht. Witzig bin ich so. Ah, nee, halt zurück. Wusste jetzt nicht. Ja, genau. Bring mich mal zurück. Diesmal springe ich nie mehr. So geht's natürlich auch. Ja, guck mal, warum gehen wir zurück? So, okay, jetzt gucken wir mal, ob noch was kommt. Ist sie wieder weg?
Contextions auf den Stäbchen. Nein, noch nicht so weit! Aber wisst ihr, das ist echt doof, wenn man eine Spiele rumsuchen muss, will man einen Kiesel. Ich war doch dort, da bin ich doch hergekommen. Verstehe ich nicht. Okay, gehen wir halt wieder zurück. Vielleicht müsste ich auch nur welche der Erinnerung nehmen, ich weiß es nicht. Das bringt mir aber nichts, wenn ich da hochgehe. 0,0 gar nichts. Tja, habt ihr eine Ahnung, wo ich hieß? Okay, ich guck mal, ob es Schneck für mich kommt. Und eine Hummel? Da ist es Schneck, oder? Oder ist es ein Stern? Wir werden sehen. Da ist ein Stern. Warte mal, komm vielleicht. Warte mal zurück. Da ist so eine schöne Lücke. Vielleicht kommt eine Hummel. Nee. Ich häng fest. Okay. Stummt mich jetzt hier nicht. Nee. Was kommt, Kenny? Wie war ich? Muss aber auch keine mehr kommen auf der Insel. Verstehe ich nicht. Ach komm, der kleidet von der Leder. Nein, das ist nicht dein Ernst. Oh Gott, der arme alte Mann, was der wegen mir sterben muss. Aber ich bin planlos. Aber schön, dass ich eine Erinnerung von habe. Aber wo bitte soll ich jetzt hin? Ich gehe noch mal auf die Insel, aber da war auch nichts. Ah, wahrscheinlich doch der Stein. Bin mir sicher, ich stürze ab. Okay, ich versuch's. Komm. Da komm ich niemals hin. Niemals reicht es. Vielleicht geht's da hinten irgendwo weiter. Niemals. Aber ich komme wieder. Nie im Leben komme ich. Ich versuche den Sprung. Nee. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin nur so am Kühlen, wo ich hin soll. Oh Mann. Warum bin ich jetzt hier auch nicht um? Und die Kameraperspektive ändern.
Okay, dann müssen wir wieder auf die Schnecke. Aber nie im Leben schaffe ich den Sprung. Nie im Leben schaffe ich den Sprung auf diesen Stein. Ich versuch's. Wenn. Ich kann jetzt noch 100 Mal rummachen, bringt mir ja auch nichts. Nie im Leben. Das ist viel zu weit weg. Ja, war klar. Halleluja. Jetzt hänge ich auf eine Insel fest, ja, streckt die wohl. Mir tut mal Kreis ab weh. Tut mir jo leid für dich. Es muss doch irgendwo weitergehen. Gehen wir von der Schneckbrunne. Wenn ich mich auf den stelle, aber... Kommt Annie, kommt Kenny. Jetzt kommt die wieder. Leute, erzählt mir, wie soll ich weitermachen? Ich habe keinen Plan, wie ich so weitermachen soll. Okay. Wie bringt mich 8 Gulden zurück? Ein Stück vor. Bin ahnungs- und planlos. Okay, wir gehen nochmal durch den Tunnel. Bewegen sich die Schnecke achten oder über die Schnecke links. Seht ihr das? Die Hummel hat mich so abgesetzt. Dann muss die Hummel doch auch wieder kommen, oder? Aber das war dann die Rutschpartie. Soll ich mal auf den Steppier? Ja, aber wenn ich das will, bringt mir es ehrlich gesagt auch nicht viel. Ja, bin mit deinem Schuh. Muss zwar Stiefel A. Ich hab den. Ich hab echt keinen Plan. Ja. Ah, vielleicht auf den und dann auf den Pilz. Ah, das könnte funktionieren. Warte. Das probieren wir jetzt mal auf. Wo bist denn du? Rennst denn du rum? Muss ich wieder ganz außen rum? Warte mal. Wo war ich jetzt aber noch nicht? Wo war ich noch gar nicht? Das wäre so simpel gewesen. Einfach nur da außen rum. Ach komm schon. Das ist jetzt. Das ist jetzt wohl der Scherz schlechthin, oder? Warte mal, ich dreh mal. Und was kommt? Ja, guck mal. Oh Mann. Okay, wir schwingen noch mal. Yay. Irgendwie traue ich mich nicht. Wow, geschafft. Auf Arim geschafft. Yay. Ich gucke, ob da irgendwo eine Erinnerung ist. Nein, du springst mal jetzt doch nicht rum. Junge, bleib ruhig. So, was ist mit diesem Wassertropfen auf sich hat? Und dann Luft. Ja, Wassertropfen, würde ich sagen. Würde mich nur interessieren. Was
Achtung, wir begeben uns noch auf eine Rutschpartie, oder? Ach, guck mal, wo bin ich denn jetzt hinaus? Bin ich in Schlumpfhausen? Ist irgendwo eine Erinnerung? Seht ihr was leuchten? Sie verließen sich finster und weit. Okay, was meint ihr mit dem Ritt? Mit der Schnecke? Aber ich würde sagen, den machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen, für eure Zeit. Wünsche euch einen schönen Tag. Und bis bald. Tschüss.